Was für ein Pfad? Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Wo ist unser Bruder? Wo bin ich? Wer bist du? Und was machst du da gerade mit meinem Arm? United States Marine Corps. Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Mhm. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen. Bauchredner, oder was? Aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Muss Messer ergreifen. Oh. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Ja? Ich heiße Dennis. Hallo, Dennis. Jason. Oh, meine formschöne Machete. You. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Tatau oder Kakao? Wobei, jetzt so ein Kakao hätte ich jetzt auch Durst. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Okay, das hört sich ja gut an, wenn ich dich jetzt auch noch nicht kenne. Ich vertraue dir einfach mal blind. Wo sind wir denn jetzt hier? Bin ich hier gekommen? Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder? Ja, den Umständen entsprechend, würde ich mal sagen. Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Yeah, hallo. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel ruft nur die Stadt. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich. Und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Hallo. Also ich meinte jetzt den Gunshop da hinten. Nicht, was ihr schon wieder denkt. Die machen was her, oder nicht? Hallöchen. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber natürlich, natürlich. Hier, Geld für Waffen. Und Frauen wahrscheinlich. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Jo. Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Danke, Dennis. General Store. Geheim. Hallo, ich hätte gerne eine Waffe. Was möchtest du? Und eine Granate, gern noch extra stark. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben 60 Dollar. Hm, da war der jetzt aber richtig, richtig knausrig. Eine 1911er, ein Colt 1911er. Klassisch Halbautomate, ne? Okay. Ja, ich glaube, wir können uns sowieso nichts... ach, die kostet zufällig genau 60 Euro. Ja, so ein Zufall. Dann kaufen wir uns die mal genau. Ich kann... ja, keine Aufsetzung. Okay, kaufe ich mir die. Kauf bestätigen. Okay. Ja, ne? Dann ist die jetzt hier so. Ja. Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Das hört sich schwer nach einer Nebenmission an. Ah. Was haben wir denn hier? Jason Brody. Als du das erste Mal aus Vaas Gefangenenlager ausgebrochen bist, habe ich nachgeforscht. Jason Brody aus Los Angeles. Gute Noten, guter Sportler im College. Nur Gelegenheitsjobs nach dem Abschluss. Allein letztes Jahr 6-mal Fallschirmspringen, 2-mal Parasailing, 4-mal Bergsteigen und 7-mal Snowboard fahren. Bist ein Draufgänger, hm? Vater tot, du hast einen jüngeren Bruder, Riley, und hattest einen älteren Bruder, Grant, inzwischen verstorben. Ja, stimmt. Nur, ja, die Frisur stimmt so nicht. Das ist gar nicht wirklich ein Bild von mir. Das hast du jetzt nur so gefunden. Grant, Brody, unser Bruder. Das mit deinem Bruder tut mir leid. Ich weiß, er hat bei den
Armeereservisten gedient. Sein Land ist stolz auf ihn. Gut, das können wir uns dann auch später mal angucken. Wir gehen mal zurück ins Spiel und haben uns ja gerade unsere erste Waffe gekauft. Wir folgen dir. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel. Ganz kurz. Aus der Insel. Ja, du kannst Waffen kaufen, unterstützen, aber wenn du... Okay. Okay. Du musst das Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. War's nur ach, das ist ja. Um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du... Du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte ah, auf. So. Folge Dennis aus dem Dorf. Haben wir gemacht. Was ist denn da hinten? Das ist der erste Turm. Geh zum Funkturm, ja. Dann machen wir das mal. Ach, guckt mal. Können wir hier etwas schießen? Ha, wie viel Munition haben wir denn überhaupt? Haben wir genug Munition? Ich würde ja gerne mal ausprobieren. Ja, schießt sich wie eine Pistole halt so. Schießt. Was haben wir denn hier? Kiste plündern, Ehe halten. Halb zerknüllte Zigaretten, super. Und $38, immerhin. So, haben wir denn hier auch noch irgendwas drin? Noch eine Kiste. Plündern wir auch mal ein Zwergenfutter? Ja, okay. Schauen wir uns gleich mal im Menü an. Was ist das denn hier? Ist so eine Art Tankstelle oder was? Da müssen wir also hoch. Da, ach, da sehen wir auch schon den Funkturm. Und ich wette, wir können dann hier gleich runter. Würde ich jetzt mal sagen, ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier nicht spoilern oder so, aber ich habe es ja selber noch nicht gespielt. Kann man das hier aufmachen? Das Tür? Jetzt haben wir hier noch was liegen. Ja, einfach mal Geld hier mitten auf der Kiste. Geld, 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 Geld. So. Führt denn hier ein Weg überhaupt hoch? Ja, das sieht gut aus. Oh, da haben wir jetzt gleich eine perfekte Aussicht, glaube ich. Ja, sehr viel Wald, sehr viel Grün erstmal. Das muss der Funkturm sein. Ja, der ist ja nicht zu übersehen. Hier ist noch... Oh, was? Ah, eine Schlange. Ich hasse Schlangen. Folgt uns jetzt? Nein, die bleibt da hinten. Tja, wir müssen uns also hier nicht nur gegen Söldner und Terroristen und Entführer schlagen, sondern auch gegen die Tiere, die hier in der heimischen Flora so zu Hause sind. Du Schlange, du! Für die Tierschützer unter euch, das muss ich jetzt einfach tun. Entweder sie oder ich. Gut, vielleicht konnte ich sie auch umgehen, keine Ahnung. Was haben wir hier noch drin? 21, ja, glasierte Tafel, Nummer $61. Boah, wir sind ja schon richtig reich. Funktürme. Ja, genau, das wissen wir ja schon. Wir müssen die ganzen Funktürme finden, um dann die Karte nach und nach aufdecken zu können. Wie ein bisschen in Assassin's Creed, ist ja auch von Ubisoft. Waffen kostenlos im Shop freizuschalten, genau, dafür auch. Und neue Übergabeaufgaben freizuschalten, was auch immer das für Aufgaben sind. So, wir laden doch einfach mal nach und gehen diesen total vertrauensvoll wirkenden Funkturm hinauf. Der hier leider noch nicht zu Ende ist. Aber schöne Aussicht. Hätten wir jetzt hier nicht so ein Problem und da hinten wird es rauchen, dann könnten wir ja hier Urlaub machen, was wir eigentlich auch vorhatten. Und es geht noch weiter und noch weiter. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht noch runterfallen. Hals- und Beinbruch! Erreiche die Spitze des Funkturms. Das haben wir vor. Och, da geht's ja noch höher. Ich dachte, ich wäre jetzt oben. Dann noch eine Kiste. Plündern wir erstmal wieder ordentlich. Eine Granate. Aha. Der ist aber sehr hoch, der Turm. Da hinten brennt's. Ach so, das war das.
Deaktiviere den Störsender, schalte das Störgerät ab und dir werden Kartendaten und wichtige Orte dieser Region angezeigt. Erstmal schön das Schloss hier. Zack, zack. Ja. So hätte ich das auch gemacht, genau. Ja, jetzt haben wir einen Teil der Karte aufgedeckt. Erfolg! Funkturm aktiviert! Haben wir den nicht gerade deaktiviert? Naja, gut. Ja, wie ich eben schon vermutet habe, benutze die Seilrutsche, um schneller nach unten zu sein. Das heißt, wir müssen gar nicht wieder umständlich hier herumklettern und noch abstürzen, was weiß ich. Wir rutschen einfach mal formschön hier runter. Dennis! Hallo. Nette ja. Fahrt, ha? Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Öffne die Karte mit M. Die kann sich jetzt auch nicht aktualisiert haben. Oder die Karte auf dem elektronischen... Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Mhm. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt jagen gehen. Ich frag mich nur, wir hatten noch eben so eine Papierweltkarte gefunden und die hat sich dann aktualisiert, nachdem wir den Turm da deaktiviert haben. Oder hatten wir jetzt dieses, hatten wir eine elektronische Karte auf unserem iPad, was weiß ich. Ah, keine Ahnung. Ach, guck mal, ein Auto. Oh. Wir können sogar... Wobei, ich glaube, ich überlege gerade, ob ich nochmal zurück soll, weil es gibt jetzt Gratiswaffen. Hm. Aber ich habe irgendwie Lust, mal Auto zu fahren. Wo müssen wir denn da hinten? Seht ihr schon unsere Markierung, die wir eben gesetzt haben. Und das erinnert mich ja doch so ein bisschen an Far Cry 2. Was mir im Endeffekt nicht wirklich so gefallen hat, wegen so ein paar Mängeln. Die Welt war einfach zu groß, es gab zu wenig zu tun, die Aufgaben haben sich zu oft wiederholt. Und was mich extrem gestört hat an Far Cry 2 waren, diese einzelnen Stützpunkte, die dann immer, nachdem wir sie befreit haben, beziehungsweise die ganzen Gegner da weggeräumt haben, oh, hallo, wieder bemannt worden sind. Das heißt, wenn man eine Minute später zurückgefahren ist, dann waren die ganzen Gegner, die man vorher ausgerottet hat, wieder da und haben einem das Auto kaputt geschossen. Tiere besorgen. Aber welche? Ja, so, jetzt erstmal einparken. Ja. Ich glaube, das Autofahren wird hier noch richtig viel Spaß machen. Aber das erinnert mich auf jeden Fall schon mal an Far Cry 2. Ich bin mal gespannt, wie es mit der Story und so vorangeht, wie motivierend die ist. Ja, da sind doch unsere Schweine, die wir jagen sollen. Rote Blätter, grüne Blätter, blaue Blätter und Wildschwein heute. Jawoll, erstes Schwein. Also gut. Oder Keiler sind's, glaube ich. Da hinten läuft noch eins. E halten, Tierhäuten. Machen wir doch mal glatt hier. Schön mit dem Messer erstmal hier rein. Ja. So, ein Wildschwein brauchen wir noch. Hallo, Wildschwein. Ist hier vielleicht noch eins? Also eins ist eben weggelaufen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu weit gelaufen. Ich hoffe, das steht hier noch. Ah, da hinten. Da hinten ist es doch. Dann schleichen wir uns doch einfach mal in allerbester Splinter Cell-Manier an das Schwein heran und möglichst auf den Kopf.
Ja, jetzt mal bitte nach. Hallo? Wo ist das Schwein jetzt hin? Wo ist das Schwein jetzt hin? Wo ist die Sau? Ah, ich hör's doch. Ah! Töte und heute 2 Wildschweine und sammle 3 Pflanzenarten. Oh, Entschuldigung. So eine Sauerei. So, wo kriegen wir denn jetzt die Pflanzen her? Ah, hier auf der Karte sind die ja zu sehen. Hier kriegen wir eine Pflanze her. Hallo? Ah, hier. So, jetzt müssen wir uns auch als Gärtner noch betätigen. So, was haben wir jetzt gefunden? Ein grünes Blatt. Da hinten ist, glaube ich, nochmal ein grünes Blatt. Ah, hier. Zack, grünes Blatt. Die haben wir jetzt fertig. Dann brauchen wir noch, was sind das, Diamantensymbole? Hm, gucken wir gleich mal. Ein rotes Blatt. Was war das? Also es gibt ja wohl auch Raubtiere. Brauche ich allerdings jetzt gerade noch nicht. Ich hoffe, hier gibt es auch keine Piranhas oder so. Ah, ist die Pflanze unter Wasser? Was war das? Breeze? Breeze? Rakim? Vakame? Keine Ahnung. Oh, ich muss mal auftauchen. Die gibt es wohl nur unter Wasser. Da brauchen wir jetzt... Ach so, das war ein blaues Blatt. Ich bin, glaube ich, farbenblind. So, dann nennen wir es nochmal unter Wasser. Da ist doch die nächste Pflanze. Seetank. Genau. So. Jetzt brauchen wir noch ein rotes. Erstmal wieder an Land schwimmen.